Ja, Leute, ihr seid hier wieder bei Frag2Pardé. Ich bin Revo Kesper und ihr seht ein MW3 Gameplay auf der schönen Map Mission, keine Ahnung. Ich spiele da ein bisschen mit der UMP, etwas defensiv, aber der Score am Ende stimmt und ja, weiter auf das Gameplay will ich jetzt auch gar nicht eingehen, denn das Thema für heute ist die neue Xbox One. Die Xbox One wurde gestern am 21. Mai ja, vorgestellt. Man konnte diese Vorstellung in einem Livestream auf seiner Xbox, wie ich es getan habe, oder auch auf xbox.com gucken. Für die, die es nicht gesehen haben, können sie bestimmt noch weiterhin auf ja, xbox.com gucken oder auf der Xbox. Wird da bestimmt noch weiter vorhanden sein. Ansonsten bestimmt auch auf YouTube zu sehen. Und ja, da wollte ich euch einfach meine ersten Eindrücke zu dieser neuen Konsole, neuen Generation von Konsole schildern und auch so ein bisschen nochmal zusammenfassen, was denn da so alles neu ist und was da so gesagt wurde. Für die Leute, die das vielleicht nicht gesehen haben und auch keine Lust haben, sich da die 1,5 Stunden, so lange hat es gedauert, reinzuziehen. Ja, die neue Konsole Xbox One soll noch dieses Jahr rauskommen. Also ich denke, man kann Ende dieses Jahres damit rechnen. Da soll ja wohl auch die PS4 auf den Markt kommen, die bis jetzt aber noch nicht vorgestellt wurde. Naja, ist auch nicht unser Thema, sondern die Xbox. Und ja, ich habe mir jetzt auch nicht wirklich Notizen gemacht oder sowas. Ich wollte einfach nur davon reden, was mir so in Erinnerung geblieben ist, denn das ist, denke ich, meiner Meinung nach auch das Wichtigste, denn wenn man sich daran erinnert, hat es ja einem wohl gut gefallen. Also, Xbox One. Wir kommen jetzt zur Hardware. Also, die Hardware der Controller hat sich, glaube ich, kaum verändert. Immer noch in diesem gleichen Design. Einigermaßen, und aber er soll halt präziser sein, also was die Sticks angeht, glaube ich, präziser gemacht worden sein. Ansonsten, die Konsole selbst hat einen 8 GB Arbeitsspeicher. Die Xbox 360, der Vorgänger, hatte nur 512 MB Arbeitsspeicher zum Vergleich. Und was ich auch gehört habe, ich hoffe, ich vertue mich da jetzt nicht. Wenn ja, dann könnt ihr mich ja in den Kommentaren verbessern. Denn ich habe gehört, dass die in der Xbox One eine Capture Card direkt mit eingebaut ist. Also das ist dieses Gerät, womit ich momentan halt meine Videos von der Xbox aufnehme. Und ja, das musste man sonst extern kaufen, und um ein gutes Gerät zu kriegen, muss man da auch schon ein bisschen über 100 € hinblechen. Deswegen wäre es echt eine gute Sache, wenn die Capture Card eingebaut worden wäre. Ansonsten, das Motto der Xbox One heißt All in One, also alles in einem. Und ja, nach den ersten Eindrücken, die ich davon habe, stimmt das auch so. Dieses Motto, das trifft schon ganz gut zu, denn man kann mit der Xbox jetzt mittlerweile seinen Fernseher steuern, also sein eigenes TV-Programm steuern. Dies funktioniert ganz leicht per Sprachsteuerung. Das heißt, man kann einfach sagen, jetzt in dem Fall bei der Vorstellung war es natürlich auf Englisch, da wird gesagt Watch TV, und sofort, als ob man wirklich einen Knopf gedrückt hätte, ist das Programm von der Xbox auf den Fernseher umgesprungen. Also das war echt, bei der Kinect gab es ja auch schon so eine Sprachsteuerung, die dann jedoch 1, 2 Sekunden gebraucht hat, um dann das ja zu vollziehen, was man da so sagt. Bei der Xbox One klappt das echt einwandfrei, klappte sofort wie auf Knopfdruck. Konnte man halt von der Xbox auf das TV wechseln. Und das ist auch nicht alles, denn man konnte vom TV dann wieder zurück auf die Xbox, ja, das Game, was man da gerade gezockt hat oder so, umschalten auf den Film, den man da gerade geguckt hat, ja, auf den Homescreen, ins Internet, also man kann wieder in Internet Explorer damit der Xbox gehen. Kann man alles, auch nur per Sprache, alles ganz easy umswitchen, worauf man gerade so Lust hat. Ebenfalls hat man auch eine Programmübersicht. Das heißt, man kann durch die Xbox das Programm, ja, hat man so eine Programmübersicht, wo man das Programm, was im Fernsehen läuft, halt gut nachvollziehen kann und sich darüber angucken kann.
alles ganz schick. Ja, des Weiteren gibt es dann noch auch eine weitere Möglichkeit, die Xbox zu steuern, und das ist halt mit den Händen. Das heißt, man muss bestimmte Armbewegungen vollziehen, um dann zum Beispiel Anwendungen zu minimieren. Für die Leute, die den Xbox Homescreen kennen, das ist alles mit solchen Kacheln, und da kann man dann zum Beispiel ganz easy einen Film, den man gerade guckt, minimieren und in so eine Kachel minimieren. In der Kachel läuft er dann weiter, oder kann man, denke ich mal, auch Pause machen und kann dann halt auch andere Sachen gleichzeitig da vollziehen. Das heißt, man hat wirklich Fernsehen, Internet, Gaming, Filme, die man gucken will. Das hat man alles in einem. Musik, das hat man alles in einem, und deswegen trifft dieses Motto All in One, alles in einem, denke ich mal, ganz gut zu. Ja, dann neu bei der Xbox Xbox One ist auch, dass Microsoft halt angekündigt hat, enger mit EA zu kooperieren, und das drückt sich eben darin aus, dass, wie ich es gehört habe, dass für FIFA 14, was ja dann auch im Herbst, denke ich mal, rauskommen wird, der Ultimate Team Modus exklusiv nur für die Xbox vorhanden sein wird. Das bedeutet, dass der, ja, ich weiß nicht, inwieweit, also es wurde da gesagt, wiefern das dann Leute mit einer PlayStation oder so aussieht, keine Ahnung. Er wird anscheinend exklusiv nur für Xbox vorhanden sein. Ja, des Weiteren wurde halt auch angekündigt, dass Halo ein wirklich einer der besten Exklusivtitel für die Xbox, dass diese Spielserie ja auch eine Filmserie werden soll. Also eine Filmserie wird daraus entstehen, und der Regisseur, ja, Dings, ihr wisst, was ich meine, soll Steven Spielberg sein. Und ja, das hört sich auf jeden Fall vielversprechend an, denn ich meine, ein geiles Game, ein geiler, ihr wisst schon was, und ja, hört sich auf jeden Fall ganz gut an, meiner Meinung nach. Ja, des Weiteren wurde natürlich auf der Xbox wurde natürlich dann noch ebenfalls Call of Duty Ghost, das neue Call of Duty Ghost, vorgestellt bei diesem Xbox Reveal. Das haben die gleich die Chance genutzt und das zusammen vorgestellt. Call of Duty Ghost, so wurde es gesagt, benutzt endlich eine neue Engine, nachdem sie ja, glaube ich, schon längere Zeit dieselbe benutzt haben. Ja, und dementsprechend soll die Grafik sich auch verbessern, Und man konnte es auch ganz klar sehen, sie haben den Vergleich, den direkten Vergleich gemacht von Call of Duty MW3, was ihr hier gerade auch seht halt, zum neuen Call of Duty Ghost, das ja beides von Infinity Ward gemacht wurde. Die Black Ops Teile sind ja von Treyarch, hat Infinity Ward nichts mit zu tun. Aber wie gesagt halt, das neue Call of Duty Ghost von Infinity Ward, und damit haben sie es natürlich im direkten Vergleich mit Call of Duty MW3 gesehen. Und da hat man echt schon die Unterschiede gesehen, das wurde wirklich cool gemacht. Die Grafik hat sich schon stark verbessert, sieht jetzt auch etwas realistischer aus. Ja, und dann haben sie auch natürlich direkt die ersten Gameplay-Szenen, also das wäre so ein Trailer, kein Live-Gameplay, sondern eher so ein Trailer. Gameplay-Szenen auf diesem Xbox Reveal von Call of Duty Ghost veröffentlicht. Und ja, also es war, wie gesagt, eher so ein Gameplay-Trailer, muss man sozusagen. Und auch das sah nicht schlecht aus. Wirkte alles ganz beeindruckend. Man kennt, was auch eine Neuigkeit dabei sein soll, man kennt ja diese Hunde, die einen da immer tierisch auf den Sack gegangen sind. Dieses Mal soll also ein Hund bei einem selbst im Team sein, also in seinem eigenen Team ist der Hund. Man kann ihn einsetzen auf irgendwelche Feinde. Ja, was weiß ich nicht, was alles. Und ja, mehr wurde da auch nicht gesagt, halt war nur eine kleine Einblick in das neue Call of Duty Ghost. Da wird, denke ich mal, auch mehr bei der E3, die jetzt ja auch in ein paar Wochen, bin ich mir nicht ganz sicher, was, wann der Termin da so ist, in ein paar Wochen ja wieder stattfinden wird, wird natürlich mehr zu Xbox One und auch zu Call of Duty Ghost gesagt. Aber wie gesagt, halt noch zu engere Zusammenarbeit mit EA, und das auch nicht nur was FIFA angeht, sondern auch was
Madden und UFC und ja, ich weiß auch nicht genau, was da noch so alles dabei war, angeht, engere Zusammenarbeit mit Microsoft von EA sein soll, von EA Sports. Und ja, das sah schon alles ganz schick aus. Ja. Also, meiner Ansicht nach sieht es ganz vielversprechend aus, was die Xbox dazu bieten hat. Guckt es euch am besten nochmal selbst an. Dann wisst ihr genau, was da Sache ist. Und ich werde mir sie auf jeden Fall kaufen. Jetzt habe ich auch meine 360. Das ist ein Xbox 360 Gameplay. Und ich zocke ja immer schön auf meiner 360. Und bin ein riesen Xbox-Fan. Deswegen ist für mich natürlich keine Frage, dass auch die Xbox One ins in mein Haus kommt. Und damit ein schönes Haut herein, Jungs. Und jo.